brauchst du auch nicht. Wir haben die Lösung. Loki und Smokey. Loki? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Ja, ja, was denn, Helmut? Irgendwas. Helmut, weißt du eigentlich, wer der größte Staatsmann in Gottes Schöpfung ist? Natürlich weiß ich das, Loki. Ich habe Gott schließlich mit der Schöpfung selbst beauftragt. Helmut, einer der größten Staatsmänner der Welt bist doch du. Natürlich, Loki. Ich hatte immer Fähigkeiten, die andere nicht hatten. Ich konnte als Sechsjähriger schon vom Zehner springen. Das konnten andere nicht? Aber nicht so, dass die Kippe nicht nass wird. Oh, aber so ein... Helmut, so ein großer Staatsmann wie du, der muss doch auch große Aufgaben übernehmen, oder nicht? Selbstverständlich. Zum Beispiel, als ich vor 50 Jahren mit Henry Kissinger die ersten Astronauten auf dem Mond begrüßt habe. Helmut, und von einem großen Staatsmann wird doch erwartet, dass er handelt, wenn er gebraucht wird. Zum Beispiel in einer Krise. Natürlich. Und da habe ich letztens im Fernsehen mit dieser blonden Moderatorin drüber gesprochen. Mit dieser Maschberger. Ja, die ist doch gar nicht blond. Das war sie aber noch, bevor ich sie zugequarzt habe. Aber Helmut... Helmut, es gibt große Aufgaben, die auf dich warten. Natürlich. Deutschland ist in der Krise. Wir haben 1 Billion Schulden. Ach, Helmut. Und wir nehmen nur 500 Milliarden Steuern im Jahr ein. Ja. Und davon ist die Hälfte Tabaksteuer von uns beiden. Ja, ja. Das heißt, sie sind nur noch für etwa 100 Jahre wirklich sicher. Helmut, ich meine was anderes. Wir stehen vor großen Problemen. Ich weiß, was du meinst, Loki. Wir haben eine neue Regierung, die alles verändern will. Helmut. Zum Beispiel soll es in Betrieben mit weniger als 20 Mitgliedern keinen Kündigungsschutz mehr geben. Das würde die SPD voll treffen. Helmut, warum? Helmut! Helmut, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du jetzt handeln musst. Für deine eigenen Leute, die warten drauf. Klar, Loki, der SPD geht es schlecht. Aha. Dabei war die Partei mal stark, damals unter mir. Wir haben viel für die Menschen getan. Ja, 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 als ja. In Hamburg die Flutkatastrophe war, haben wir von der SPD persönlich die Deiche mit Sandsäcken gesichert. Heute machen wir die Sandsäcke zur Parteivorsitzenden. Helmut, ich meine... Helmut, ich meine etwas anderes. Wir waren eine stolze Partei mit großen Persönlichkeiten. Mhm. Zum Beispiel mich, oh. Willy Brandt, oh, ja. Und mich, hm. Um nur mal die 3 wichtigsten zu nennen. Mhm. Und heute haben wir Andrea Nahles. Mhm. Mit sowas wie der hätten wir früher in der Baracke feucht durchgewischt. Helmut, darum geht es nicht. Als ich noch regiert habe, war die SPD die Partei der Arbeiter. Ja, ja. Da kamen die Kumpels schwarz vor Russ und husten aus dem Schacht und wussten, dem Kanzler geht's genauso, wenn er aus seinem Wohnzimmer kommt. Eben, Helmut, und deshalb wartet jetzt eine große Aufgabe. Du wirst gebraucht, Helmut. Du musst jetzt sofort handeln, sonst droht das Schlimmste. Nur du kannst das Unheil abwehren. Du meinst, ich soll wirklich... Parteivorsitzender der SPD werden. Nein, du sollst neue Kippen holen.